Hey Timmy, Ja? lass uns Bankenkrise spielen. Oh ja! Ja! LB präsentiert Bankenkrise. Bei Bankenkrise geht es darum, möglichst viel Geld möglichst unbedacht anzulegen. Such dir eine von diesen vielen Banken aus. Ich nehme die Bayern LB. Und ich die IKB. Und los geht's. Zieh eine, mach einfach mal was Verrücktes, Karte. Investiere 2 Milliarden Euro in windige US-Immobilien. Lege 5 Milliarden Euro in abgelaufene Ölsardinen an. Und jetzt kommt die Spekulationsmaschine ins Spiel. Steck einfach das Geld rein und drück auf den roten Knopf. Wow, jetzt hast du gerade ein paar Milliarden vernichtet. Oh. Aber keine Angst, du kriegst alles gleich wieder zurück. Schließlich stehst du auf dem Startfeld. Und jetzt stehst du schon wieder auf dem Startfeld. Und jetzt schon wieder. Denn das Tolle an Bankenkrise ist, alles, was du verspekulierst, gibt dir der Staat sofort zurück. Ganz ohne Risiko. Apropos Risiko, zieh ein Risiko los. Aber ich denke, es gibt gar kein Risiko. Darum heißt es ja auch risikolos. Woher kommen eigentlich die ganzen Milliarden, die die Banken vom Staat geschenkt kriegen? Na, von euren Eltern. Das nennt man Steuergelder. Danke, Mama. Danke, Papa. Bankenkrise, denn es gibt nichts zu verlieren.